ist der finale Tag. Es geht jetzt endlich weiter mit dem Street Soccer Turnier und die allerletzte Phase ist eingereicht. Also wir waren das Kunstteam, das heißt, wir haben eben diese Servietten-Technik-Aktion gemacht, einmal mit diesen Kaltschaummännern und hier diesen Dosen, genau, und haben das mit den Leuten zusammen beklebt, also vor allem mit den Kindern. Ist euer Ziel, es bis zum Ende zu schaffen, oder? Das wissen wir noch nicht, ob wir das schaffen. Wäre natürlich toll, aber... Ihr seid optimistisch? Ja. Und so das Resümee von dem Tag, wie war es denn bisher? Trotz Hitze? Ganz gut, ja. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Hi! Super. Hallo! Was machst du denn hier und woher kommst du und was ist dein Anliegen heute? Ich bin der Andrew. Ich betreue hier einen Stand, wie du siehst, hinter mir. Ich arbeite für die Young Caritas Frankfurt und wir haben hier einen Fotowettbewerb laufen. Einfach ein Bild machen, du darfst übrigens auch mitmachen. Ne? Okay. Postest das bei uns auf der Facebook-Seite. Okay. Young Caritas Frankfurt und teilst das dann mit all deinen Freunden, kriegst ganz, ganz viele Likes drauf und das Bild mit den meisten Likes kriegt dann das Tablet. Ja. Alles klar. Ja. Dann vielen Dank schon mal soweit. Danke und dir. Noch einen erfolgreichen Tag. Ebenso. Wie viele Runden habt ihr denn schon gespielt? Vier. Okay, und wie lief's so? Habt ihr alles gewonnen oder? Leider nicht. Zwei gewonnen, eins unentschieden und eins leider verloren. Warum habt ihr genau jetzt hier mit? Wir haben letztens in einem Turnier mitgemacht, dort wurden wir natürlich Erster. Und die haben uns empfohlen, dass wir hier mitmachen, weil es dann schwerer sein würde. Ja, und auf die WM freut ihr euch auch? Und für wen seid ihr? Brasilien. Brasilien, Deutschland. Deutschland. Ja? Okay. Dann vielen Dank für eure Zeit und viel Glück euch noch. Das sind Sidi und Neto. Sie sind aus Brasilien gekommen, um uns von ihrem Leben dort zu erzählen. Bei den Profis gesehen habt, wie das so läuft, wenn man auf die Torwand schießt, seht ihr jetzt bei uns nochmal, wie das läuft, weil wir dachten uns, ein fairer Wettbewerb wäre doch eigentlich bei uns beiden Fußballprofis, wer öfter bei drei Versuchen trifft. Hast du da eine Chance, Felix? Ich habe da auf jeden Fall eine Chance, ich bin Profifußballer, ich mache das jeden Tag und ich werde gewinnen. Okay, Challenge accepted. Felix vs. Laura. Aus dem super heißen Frankfurt heute. Aber ich muss sagen, es war eigentlich ein ganz cooler Tag gewesen. Ich glaube, wir haben schon ganz gut Spenden klar gemacht. Dafür bedanken wir uns auch auf jeden Fall nochmal. Felix, wie fandst du so Fußball? Ich fand's mega gut. Die haben echt schön Fußball gespielt. Wir haben viele Spenden gesammelt und ja, es war ein schöner Abschluss für uns aber im Movie.